Als ich das gesehen habe, konnte ich nicht widerstehen. Und zwar, das sind ja so Zünder mit Feuerstahl für Victorinox-Messer. Und wenn du wissen willst, was die können und ob die was drauf haben, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich melde mich hier aus dem nebeligen und kalten Buschkraftareal auf Val de la Beauté. Es ist mir Freude, dass du wieder mit dabei bist. Diese Feuerameisen, da steht drauf, Mini-Tool Fire Ant Set. Als ich das gesehen habe, musste ich zuschlagen. Ich wollte wissen, ob das was kann. Übrigens, billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link, kannst die Freunde selbst besorgen. Also, das sind jetzt drei solcher, ja, ich sag jetzt mal Feuerstähle mit einem Griff mit dabei. Das ist dann hier auch noch Ersatzteile mit dabei. Da ist eine Bedienungsanleitung auch mit dabei, die ich wahrscheinlich lesen sollte. Sollte ich das tun? Nein, ich probiere es einfach ohne. Nein, aber dann darf ich mich auch nicht beschweren, wenn es nicht funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. So, so schauen diese Freunde aus. Alles natürlich relativ stark verpackt, aber das ist so. Da gibt es dann unterschiedliche Farben. Hier in Blau. Ich nehme es in Gold. Das andere Zeug stecke ich jetzt wieder ein. Ist mir gleich runtergefallen. Das ist halt immer wieder so ein bisschen ein Thema. Gut ist, wenn das orange ist zum Beispiel, auch so wie René Rossmann-Patcher zum Beispiel, orange, dann sieht man das wieder, wenn du es am Waldboden verlierst. Und dann, so, jetzt muss ich herumkramen. Und jetzt gehe ich davon aus, dass das hier, dieses Korkenzieher-Dingsbums, ja, das passt sicher da rein. Pass auf, ich mache das wirklich das erste Mal. Cool. Ja, und da ist es drin. Und damit hast du es auch immer mit dabei. Eigentlich gibt es ja von Victorinox auch so ein Teilchen. Das, glaube ich, hat einen grauen Kopf. Ja, genau. Und das ist ein Kreuz, ein kleiner Philips. Und jetzt ist es halt feuerstahlmäßig. Schaut cool aus. Aber irgendwie glaube ich nicht. Und jetzt, wie gesagt, ich lese ja die Bedienungsanleitung nicht. Ich glaube, da fehlt was. Während ich so vor mich hin sinniert habe, glaube ich, dass das hier der Kopf ist und das Feuerding. Das heißt, ich mache das, glaube ich, komplett verkehrt. Aber wenn ich jetzt da mal das hier reinschraube, yeah, bis zum Anschlag, okay. Ja, ich bin so cool. Ja, ich hätte auch die Bedienungsanleitung lesen können oder mich anderweitig informieren, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das so gehört, weil, wenn du da noch einmal schaust, das ist angemacht, das ist auch rund und das ist eckig, also das passt schon. Meine Schuld. Aber wenn man nicht Bedienungsanleitung liest, kommt das dabei raus. Ja, jetzt muss ich mal den Schnee von meinem Hackstock runtergeben. Es hat geschneit hier. So, und jetzt stelle ich mir die ultimative Überlebenssituation vor. Und ich muss dringend Feuer machen. Und das kann ja auch mal passieren, das ist ja auch alles gut. So, jetzt nehme ich das hier. Und schau mal her, das ist so ein, ich weiß nicht, das ist so ein Kunststoff. Stinkt nach nichts. Und das kann man aufmachen. Ich habe, wie gesagt, ich habe die Bedienungsanleitung nicht gelesen. Und das ist da so, Kamera bitte scharf schalten, so fluffig, flauschig. Da sind so feine Teile drin. Und ich mutmaße, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, dass man das aufmachen muss. Auch bei normalen Zunder, also so natürlichen Zunder, ja, sehr, sehr ähnlich. So, damit der das Funken schön fangen kann. Es ist natürlich jetzt nicht optimal, dass hier alles voll mit guten alten Schnee ist, aber soll so sein. So, und jetzt nehme ich mein Victorinox und da ist ja eine scharfe Kante bei der Säge drauf. So. Yes, it burns, schau dir was an, yeah, ich hab Feuer gemacht, nein, ist cool, nein, das passt super, schau mal her, wie lange brennt das jetzt, bin jetzt gespannt, das ist nämlich das Entscheidende, wie lange es brennt, nicht, dass man es hinkriegt, das natürlich auch, aber die Flamme sollte jetzt, ich weiß es nicht, aber ich schätze, also sag ich dir, in solchen Bedienungen ein Feuer zu machen, sollte auf jeden Fall 1,5 Minuten brennen, das wäre gut. Und in der Zeit hast du dann genügend Möglichkeit, sollte dein feines Material nicht perfekt sein oder so, irgendwie nicht ganz genau angeordnet sein, dann hast du noch Zeit nachzubessern. Und schau mal her, ich meine, das ist ein Schneeuntergrund. Ja? Und da muss irgendeine böse Chemikalie dabei. Also ich würde den Schnee jetzt nicht draufwerfen, aber das rundherum macht alles überhaupt nichts. Das muss irgendwie getränkt sein, das muss irgendein spezielles Material sein. Funktioniert gut, an Windschutz braucht es halt, das ist auch immer, es gibt ja drei Feinde des Feuers, das bilde ich immer aus bei meinen Survival
Mentor-Ausbildungen, also Survival Mentor, da bist du ganz einfach, da kriegst du alle Informationen und schaust dir selber an. Oder bei der Survival Coach-Ausbildung, da wirst du direkt von mir gecoacht, das gibt es ja auch. Und da reden wir über die drei Feinde des Feuers und ein Feind davon ist Wind. Und zwar nicht Sauerstoff, sondern Wind. Also das war jetzt sicher eine Minute, eineinhalb Minuten. Also das ist meiner Meinung nach absolut ausreichend. Naja gut, und jetzt habe ich meinen Zunder aufgebraucht und jetzt schauen wir mal in die Verpackung rein. Okay, jetzt ist mal, das gibt es wie gesagt auch in Blau. Ja, ist auch cool. Das ist natürlich alles in meiner großen Tasche. Ich teste nämlich gerade von Miltec so eine Polarfleece, was weiß ich was. Gebe ich da auch unten den Link, schau dir das ganz einfach an. Da wird es dann in einiger Zeit mein erstes Testurteil dazu geben. Jetzt finde ich leider, habe ich das jetzt verloren? Ich habe den Zunder verloren. Da ist mir vorher aus der Tasche rausgefallen. Also das Zeug liegt jetzt da herum im Schnee. Da ist gut, dass das orange ist. Das ist sehr gut. Weißt du was? Wir machen jetzt noch einen Test. Und zwar die Teile, die sind ja jetzt voll mit Schnee gelegen. Das war, während ich das Video gemacht habe, im Schnee gelegen. Das heißt, da ist auch da. Ich gebe jetzt noch Schnee auf und lege es ein und lasse es jetzt. Während ich da die anderen Geschichten noch erzähle, die ich dazu erzählen will, lasse ich das jetzt noch eingeweicht, so. Ja, genau. Und mal so richtig nass werden. Also, das liegt jetzt hinter mir und wird ein bisschen eingeweicht. Ja. Es fängt ja leicht ins Tauen an, das ist ganz gut. Aber jetzt kommen wir wieder darauf zurück. Jacke wird bald ein Review dazu geben und meine ersten Meinungen, ich finde sie cool, aber das ist ein anderes Thema. Aber, das heißt, du musst hier eigentlich diese Teile hier dann halt wieder mit einbauen. Genau. Aha, das kann man auch hineindrehen. Also ist da eine Öffnung? Nein. Oh, da ist ein Loch drin. Das heißt, du kannst das. Kann man da auch zwei einbauen? Das wäre jetzt cool, wenn ich dann zwei. Nein, das geht sich nicht aus. Also zwei, glaube ich, gehen sie nicht aus, aber das interessiert mich jetzt. Was ist, wenn du das mit dem Feuer machen, vielleicht bist du nicht so der König da drin. Oder die Königin. Oder so. Und sagst, ich hätte gerne lieber zwei. Ich meine, du könntest auch ein Tampon mitnehmen. Aber das ist egal, das ist ja wurscht, das ist wurscht. So, ich habe jetzt zwei aneinander. Das geht sich auch gerade aus. Schaut halt dann ein bisschen lustig aus. Aber das geht sich auch aus. Das heißt, es gehen sich auch zwei aus. Gut, um auf den Punkt noch einmal zurückzukommen. Das funktioniert. Wir werden jetzt dann nachher noch den Wassertest damit machen. Da bin ich auch gespannt. Aber das ist wirklich eine gute, sinnvolle Ergänzung. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Wandern oder was auch immer, das mit dabei hat, das tut nicht weh. Also es tut einfach nicht weh, das mit dabei zu haben. Ist also sozusagen immer on board und das ist großartig. Und dann kann man Feuer machen, wenn es denn sein muss. Gut, man muss auf der anderen Seite auch wieder dazu sagen, wenn man jetzt wandern ist und man einen Unfall hat, dann ist meistens Feuer nicht unbedingt die oberste Priorität. Da gibt es dann andere Dinge, dass man wieder in die Rettungskette zurückkommt. Aber jetzt hier hinter mir alles voll mit Nebel. Es hat so an die 0 Grad, ja, vielleicht ein bisschen, es fängt leicht ein bisschen ins Schmelzen an, jetzt zieht sich auch kommt auch der Nebel immer stärker rein und wenn ich da jetzt meine Orientierung verliere, kein Handyempfang habe, weil ich hier am Aderwelt bin, auf Waldurlaubati bist du am Aderwelt, glaub mir das, ich weiß es, du bist am Aderwelt, kannst vielleicht nicht mehr weiter, hast jetzt einen Notfall und kannst nicht mehr weiter. Und da gibt es einen Fall, nicht hier, aber ich würde sagen, 20 Kilometer von hier entfernt, ungefähr 20 Kilometer entfernt. In Lilienfeld ist das passiert. Ein Mann ist übrigens auch in der zwischenweihnachtlichen Zeit unterwegs gewesen, konnte nicht mehr weiter, weil er einfach entkräftet war, was auch immer der Hintergrund war, war in einem Talkessel, ich kenne den Bereich sogar dort auch, ja, dort unterwegs, konnte nicht mehr weiter. Und ja, die Leute, die daheim waren, also seine Familie, wussten nicht, wo er hingegangen ist. Das ist nicht sehr schlau bei solchen Witterungsbedingungen. Und der hat tatsächlich gerade noch, ja, die Kurve gekriegt, weil er in ein Haus einbrochen ist. Wenn er das aber nicht hätte machen können, ja, dann hätte es ein Problem gegeben. Und für solche Fälle ist das durchaus sinnvoll. Natürlich, ja, wenn sich das 1 Million Menschen kaufen, werden es vielleicht 30 brauchen. Aber was ist, wenn du gerade der bist? Also, es ist cool. Aber jetzt habe ich genug geschwafelt. Jetzt zünden wir das an. So, das ist jetzt. Weiß ich nicht, wie lange habe ich denn jetzt herumgeredet? 20 Minuten? Nein. Hat sich vielleicht so angespürt, aber das war es natürlich nicht. So, jetzt werden wir auch natürlich noch etwas tun. Also, es war natürlich kompakt beisammen. Dann muss ich es auseinanderziehen. Was eventuell, das muss man auch hinzufügen,
wenn es wirklich kalt ist und du deine Hände nicht mehr bewegen kannst, probier das mal. Steck deine Hand eine Minute in die Schnee, wie du das so lange überhaupt aushältst, und probier dann feinmotorisch irgendetwas zu machen. Also das muss beachtet werden. Ja? Aber das ist mit anderen Zunder-Varianten genauso. So, und jetzt werden wir das dann noch einmal einschneen. Sollen wir das noch einmal einschneen? Jetzt bin ich voll mit dem Bart, aber fürs Überleben. So, also das ist jetzt richtig schön angepasst. Ich mache jetzt noch einmal auf. Ich merke jetzt die Feuchte. Es fängt auch noch stärker in Schmelzen an durch meine Körperwärme. So, und jetzt schauen wir. Da. Eisekalt. Vielleicht macht es der Reine auch nicht gut. Wäre nicht das erste Mal, dass ich Dinge nicht gut mache. So, machen wir das auf. So, noch einmal. Auf ein neues. Kalt. Komm, du, ein bisschen brennen. Gut, also jetzt brennt es nicht mehr, weil ich es wahrscheinlich nachher nass gemacht habe. Das wird es sein. Also ich mutmaße Folgendes. Weil ich die Struktur schon geöffnet habe und da die Feuchtigkeit dazugegeben habe, deswegen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil das hier, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das im nassen Zustand ein Problem ist. Ach, das probieren wir jetzt noch einmal. So, nach einer kurzen Pause probieren wir es noch einmal. Also es war es genauso eingeweicht. Ja, einklickt in Schnee sozusagen. So, jetzt machen wir noch einmal auf. Das ist das vorige. So, jetzt schauen wir. Schnee abputzen. Und es ist jetzt nur außen feucht. Also das merke ich. Also es ist außen wirklich feucht. Habe ich alles hergerichtet fürs nächste Video. Für den Messerkanal, solltest du den noch nicht kennen, oben beim i klicken. Da kommen immer neue Messer-Reviews. Also wenn du auch ein Messerverrückter bist, so wie ich, dann wird dir das gefallen. So, was jetzt der große Unterschied ist, ich hoffe, die Kamera schaltet scharf. Siehst du die kleinen, feinen Strukturen an den Enden? Ja, die sind ganz wichtig. Und als ich das letzte Mal hier bei dem Teil den Schnee raufgegeben habe ich die zerstört und dadurch fängt das nicht mehr. Das ist meine Mutmaßung. Wir werden gleich sehen, ob mein Verdacht stimmt. Ja. Na, Reine, bist du unfähig? Ja, ich bin total unfähig. Ich habe das noch nie gemacht. Aber alle schauen zu und das macht mich dann noch nervöser. Es ist kalt jetzt. Aber nicht wirklich jetzt. Oder? Ja, Sacker! Sagt man in Österreich so. Zumindest da, wo ich wohne. Ja, Sacker! Bin ich komplett unfähig? Ich meine, es ist schon eiskalt, ja? Und das tut man schon wie in der Hand. Das gibt's doch gar nicht. So, okay, ich mach's noch mehr auf. Okay, noch einmal. Komm, brenn. Ja, es brennt. Es hat gebrannt. Okay, was mache ich falsch? Reini, was mache ich falsch? Ich hätte doch die Gebrauchsanweisung lesen sollen. Ah, das mache ich jetzt, aber das ist deprimierend. Ich kann da nur sagen, das ist deprimierend. Ich hasse ja Gebrauchsanweisungen lesen. Aber es muss halt sein. So, die ist da hinten drin, die ist da so eingebaut. So, heraus damit. So, pass auf. So, du gibst es da hinten rauf. Leitner, das ist ja Englisch, das ist ja Wahnsinn. Nein, da ist sie Deutsch auch. Handhabung halten Sie oben da. Ja, das habe ich gemacht. Scharfen Rücken der Holzige oder der Aale, ja. Guten Winkel, das glaube ich habe ich gemacht. Außer dass man halt jetzt
meine Hand ist schon ein bisschen kalt worden sind, ja. Okay, über den Zunder und da, bei korrekter Anwender, okay, also man kann mit diesen Feuerdingsbums ungefähr 100 Mal Feuer machen, das passt gut. Ja, okay, in der Spiralform bleibt der Wasser fest. Das heißt, wenn du ihn aufgemacht hast und dann das Wasser reingibst, dann hast du ein Problem. Aber sonst sollte, ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Außer, ich bin schon wieder zu blöd dazu. Also ich glaube nicht, dass es der Zunder ist dieses Mal, sondern ich glaube, dass ich es einfach nicht hinkriege, mit dieser Feuerameise, mit dem kleinen Feuerstahl das hinzukriegen. Meine Fähigkeiten reichen zu diesen Bedingungen jetzt hier nicht aus. Ja? Anscheinend. Ich weiß nicht. Daher werde ich jetzt da mal den nächstgrößeren Feuerstahl nehmen, den ich zur Verfügung habe. Wenn das jetzt auch nicht geht, das ist aus dem Reini-Rossmann-Tool, wenn das auch nicht gehen sollte, was nicht undenkbar ist, dann habe ich noch den XL-Feuerstahl mit dabei. So, jetzt schauen wir mal. Burn, baby, burn. Na geh jetzt. Also, ja. Vielleicht bin auch ich komplett unfähig, ja? Vielleicht bin ich einfach, ich mache jetzt noch einmal neu auf, dass ich komplett neue Strukturen habe. Dann, ich nehme jetzt von dem hier die Bedienungsanleitung her. Ja, die klappt sich auf, damit ich nicht auf einen nassen Untergrund arbeite. Das ist ja auch immer etwas, auf das man achten muss. So, jetzt ist da eins runtergefallen, ist ja wurscht. So, ich lege das jetzt auf den trockensten Untergrund, den ich zur Verfügung habe, nämlich die Verpackung. Und versuche jetzt noch einmal diese Struktur hier zu entzünden. Ja. Okay. Reini. Ach Gott im Himmel, Sacker. Sagt man bei mir so. Es ist blasphemisch, aber es ist wahr. So, pass auf mal. Die Nerven gehen mit mir durch. Na, na. So, noch einmal. Okay. Wenn ich es nicht schaffe mit dem hier, mit dem größeren Feuerstahl, der deutlich größer ist, dann wird es mit dem kleinen auch nicht gegangen sein, aber ich möchte das jetzt anzünden. Okay, da muss man jetzt aufpassen, okay? So. Oh no. Scheiße! Oh Gott, im Himmel! Das ist die Realität, das ist wirklich die Realität, und ich sag's dir. Wenn was schief läuft, dann läuft alles schief und alles, was schief laufen kann, läuft auch irgendwann schief. Da gehe ich auch so. XL-Feuerstahl. Ja! Okay. Jetzt tut's brennen. Jetzt funktioniert's. Naja. Eigentlich eh. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Unfähigkeit liegt oder was auch immer der Hintergrund war. Jetzt brennt's und dann brennt's auch schön und dann ist alles super. Aber ich hab's mit dem Kleinen und auch mit dem aus dem Tool, aus meinem Tool nicht hinbracht. Ja? Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es wirklich an mir. Ja, also ich mutmaße, dass ich einfach zu blöd dazu bin. Ich habe jetzt nur mal ein einziges und ich möchte, bevor ich das jetzt opfere, noch einmal
Die Bedienungsanleitung, nein, die habe ich schon gelesen. Vielleicht hat irgendjemand anders da draußen eine gute Idee und kann mir einen Tipp geben, was ich tun muss, damit ich in solchen Situationen mit Schnee und dass das nass geworden ist und so weiter, wie kann ich damit das richtig gut tun? Wenn da jemand einen Tipp hat, bitte mir schreiben und dann werde ich einen Teil 2 von diesem Video her machen. Wirklich, weil das Letzte, was ich wollte, ist, das schöne Victorinox-Produkt hier schlecht zu machen. Ich liebe Victorinox, haben wir auch in unserem Shop und sowieso und überhaupt billige Eigenwerbung, gebe einen Link oder das an, aber ich mutmaße, dass beim ersten Mal super funktioniert hat, so im trockenen Zustand, und es dann beim ganz nassen Zustand nicht funktioniert hat, was ich aber auch aus der Bedienungsanleitung, die ich jetzt schon nebenbei gelesen habe, verstanden habe, dass das nicht gut ist. Und das ist auch deutlich bei anderen so, ne? Anderen Zunderquellen so. Wenn ich einen Tampon verpackt habe und den dann aufmache, den muss ich aufmachen und sofort anzünden. Wenn ich da lang herumtue und es drauf regnet, ist der auch aus. Also das verstehe ich. Das ist auch von der Struktur her ähnlich. Daher ist okay. Und jetzt dazwischen, vielleicht sind auch meine Hände schon zu kalt, weil es ist unangenehm. Es ist so durch diesen Nebel, so eine feuchte, unangenehme Kälte. Da wäre es mir lieber, es hätte minus 10 Grad und ist komplett trocken. Das ist mir lieber als dieses feucht-kalte. Auf jeden Fall, das habe ich nicht hingebracht. Vielleicht liegt es momentan einfach an meinen Fingern und sowieso und überhaupt. Noch einmal, wenn ich es mit dem Tool nicht zusammengebracht habe, was meiner Meinung nach eine Größe ist von Feuerstahl, die gerade noch okay ist für Notsituationen, und ich dann wirklich den XL-Feuerstahl brauche, gibt es auch alles bei meinem Shop, das ist ganz klar, dann muss ich sagen, Reini muss noch ein bisschen üben oder das Produkt ist nicht ganz optimal. Ich weiß es noch nicht. Daher, jetzt bist du dran. Schreib mir einen Kommentar oder ein Video oder ein Link oder irgendwas, sag mir, wie ich das besser machen soll in der Situation, nämlich das Ding ist nass geworden, ich brauche jetzt ein Feuer und ich möchte das mit dem hier anzünden. Das wäre super, ich lese mir das durch und dann kommt ein Teil 2. Dann wenn du nach oben oder nach unten ganz wieder wachst, komm auch in meinem Shop vorbei, das ist billige Eigenwerbung. Oder auch hier im wunderbaren Buschkraftareal, da sieht man leider jetzt überhaupt nichts, auf Waldurlaub.at, aber das Wetter wird auch wieder besser werden. Dein Reini Rossmann und ciao, ciao.